Ja. Ja. Obwohl wir ja letztes Mal angeteasert haben. Das ist jetzt eine Überraschung. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Testoleros. Auf neue schlaue Deutsch. Eine Reaction. Oh, genau. So. Finde ich total geil. Ihr müsst unbedingt mehr kommentieren, damit wir mehr darauf reagieren können. Auf jeden Fall haben wir einen Kommentar bekommen von Ed Scorpio Teufel. Und zwar schöne Grüße gehen raus. Und zwar war er der Meinung, und da sind wir uns auch einig, man sollte natürlich kein Bier aus einer PET-Flasche trinken. Man sollte das gute Bier da ja nicht erst drin kippen. Ja. Nur war mir natürlich nicht klar, dass man Bier auch, und zwar dieses hier, auch in einer Glasflasche kriegt, und zwar das Feldschlösschen. Das Hütte-Feldschlösschen. So, das werden wir jetzt testen aus einer Glasflasche. Ja. Na, noch nicht. Ja, so schnell sind wir. Ich hab Durst. Ah. So, hat auch wirklich Ökotest sehr gut abgeschnitten. 22. Noch gar nicht so lange her. Ja, also sehr viel zum Feldschlösschen an sich erzählen wir jetzt nicht. Das haben wir ja im Video gemacht. Genau, in guckt dem euch an. Video. Guckt euch an, genau. Ist ja verlinkt. Klar ist das verlinkt, immer. So, alles, das Bier ist auch hier unter dem Video verlinkt, in der Beschreibung. Einfach auf den Link klicken. Dann fangen wir mal jetzt von vorne an hier. Ich meine natürlich, die Bierflasche ist ganz schön gebraucht hier. So. Erstmal liegt hier noch eine Bierpulle rum. Ach ja, das war ja das letzte Video. Könnt ihr euch auch mal angucken. Genau. Augustiner Lagerbier hell. Und schön sauer. So ist es. Also, was haben wir denn hier? Wir haben hier eine Glasflasche. 0,5er, ja. 4,9%. Sagen wir mal, Wasser, Gerstenmalz, Hopfen. 40 Kilokalorien auf 100 Milliliter. Prognose? Original Dresdner Baukunst. Ja, Prognose würde ich sagen, ja. Außer Plastikpulle gab es Blech. Ich würde sagen, Bronze. Bronze ist schon machbar. Ein deutscher Pilz kriegt mindestens Bronze. So, seit 1858 wird das gebraut. Laut einer Legende hat das Pichelmännel. Das haben wir schon alle. Das können Sie sich in dem anderen Video angucken. Ja, ich will das trotzdem nochmal sagen. Ja, macht das. Sein Name von den Arbeitern, die vor langer Zeit die hölzernen Bierfässer innen mit Pech versiegelten. Das nannte man Pichen. Heute nennt man es Picheln. Also, als Belohnung für die schwere Arbeit wurde richtig gepichelt. Ja, sehr schön. Na, daher kommt das. Mal gucken, was das Pichelmännel denn so geschmacklich erfahren hat, als er das Feldschlösschen getrunken hat. Auspacken oder wegpacken? Diesmal Glasflasche, nicht Plaste. Ja. 10 Punkte. Ja, mehr würde ich da auch nicht geben. Augensucht oder Augenflucht? Tja, das sehen wir jetzt. Wo ist denn hier Thor's Hammer? Nein, nehmen wir hier ein Bier, geht immer. Davon. Willst du eingießen? Nee, ich kann das nicht. Okay. Also. Glück, Glück, Glück. Oh. Der Stuck ganz schön. Genau. Süd. Schön. Sehr schön. Sieht auf jeden Fall gut aus. Also kannst du nicht meckern, wa? Nee, also ich hab da nichts auszusetzen. Ohne Witz jetzt. Das ist echt top. Also ich würde da... Warum riechst du denn da? Wir so. Gucken doch erstmal nur. Ja, aber ich bin ein bisschen... 3 oder 4? 4. Prost. So. Jetzt geht's los. Oh, naja.
habe ja auch das. Also ich habe aus der Plastikpulle getrunken, das weiß ich noch. Also. Bitter, Säure. Naja. War es so ein bisschen so ein leichtes. Das schmeckt schon besser aus der Glaspulle. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, wahr. Schade, dass wir jetzt keinen direkten Vergleich haben. Aber man hat trotzdem den Geruch. Das ist alles mit drin. Naja. Meine Fresse, das boxt mir die Zunge taub. Naja, das ist alles mit bei. Das kommt alles sofort. Das überflutet dich. Da hast du auf jeden Fall die bittere, dann hast du die Säure. Das Hopfige, wo ist das Hopfige? Ja, irgendwo dazwischen. Ja, ist schon krass, aber auf jeden Fall besser. Definitiv ist besser. Ja, ist besser. Aber mehr als Mittelmaß wird das nicht. Also es hat mit den ganzen Komponenten das ist ja immer das Interessante, ja. Die Komponenten, die sind mir zu extrem. Das kommt nicht so schön. Das wie so eine Flutwelle. Ja, probiert mal. Das kommt wie so eine Flutwelle. Das ist schon heftig. Du riechst aber ja nicht. Ich habe ja auch nicht von mir hoch erzählt. Ich habe von mir Geschmack erzählt. Riechen tue ich nicht. Aber geschmacklich her ist das schon brutal. Naja, riecht ganz leicht penetrant, finde ich. Also dann hast du die Kohlensäure hier in der Flasche extrem. 7 Punkte, weil halt Kohlensäure ist ordentlich, ja. Schwierig. Also ich sag mal, mehr wie 7,5 würde ich dem nicht geben. Also sind wir bei 7. Spezialpunkte? Na, Pichelmännchen auf jeden Fall. Ja, das auf jeden Fall. Schüsseln kennt jeder, oder? Gut, das ist sehr gut. Also 2 kann man schon geben. Ah, 2. Ja, das ist besonders. Pichelmännchen, gut, das ist sehr gut. Habe ich noch nie gesehen. Ja, naja, gut, das ist ein Punkt wert. Ja. Punkt oder eben, oder was? Wie Ökotest ist ein Punkt wert, aber ja. Pichelmännchen nicht. Ja, gut, dann gibt es 2er. Dann gibt es 2er. Welches Dreiecksgebot? Ja, hat's. Uwe müssen wir noch. Ah, ist schon brutal. Uwe wird schon bei sein. Mhm. So wie immer. Jetzt muss ich einen Witz erzählen. Ach. Oder ich mach Fakten. Pass auf, jetzt kommt dieses Würzige noch rüber. Das ist ja Uwe, der unten schon winkt. Ah, das ist schon heftig, also das ist schon brutal. Das ist mir schon zu krass. Boah, krass. Gut. Uwe schmeckt jetzt noch nicht, aber das ist schon. Das ist, als wenn man ein gutes Gericht überwürzt. Mit sehr vielen Komponenten, sagen wir es mal so. Gut, der Papst. Ein besoffener Mann, nach Bier stinkend, setzt sich in die U-Bahn, wer kennt es nicht, direkt neben einen Pfarrer. Der Besoffene mit offenem Hemd, lose hängender Krawatte, zerrissenem Jackett und Spuren von rotem Lippenstift in seinem ganzen Gesicht.
ganz zu schweigen von einer halbleeren Ginflasche, die ihm aus der Jackentasche fällt, und einem Kondom, das aus seiner Brusttasche hängt, öffnet eine Zeitung und liest. Nach ein paar Minuten fragt er den Pfarrer: Sagen Sie, Vater, von was bekommt man Arthritis? Der Pfarrer: Nun, mein Sohn, man bekommt es vom ausschweifenden Leben, vom Rumhängen mit billigen, schamlosen Frauen, vor allem vom Alkohol, auch vom Sex mit Prostituierten und von mangelnder Körperhygiene. Der Besoffene: Verdammt nochmal, so eine Schweinerei. Der Pfarrer denkt plötzlich, dass er vielleicht etwas hart war, und fragt in versöhnlichem Ton: Seit wann haben Sie denn Arthritis, mein Sohn? Der Besoffene: Ich hab das nicht. Aber hier in der Zeitung steht, dass der Papst Arthritis hat, das alte Ferkel. Ja, so ist das. Ja. Wenn wir schon gerade dabei sind, bei der Kirche und den Mönchen und den Päpsten und den ganzen Bierfakt, die Geschichte des Starkbieres. Das Wiesenbier hat es schon ziemlich in sich, ist aber nicht das einzige starke Bier in Bayern. Im Frühjahr zur Fastenzeit gibt es das Starkbier. Man erkennt es an seinem Namen, der stets auf Ator endet. Salvator oder Animator zum Beispiel. Die Mönche waren es, die es mit einem Trick von der Kirche zulassen ließen. Das Pilsator. Denn deshalb, weil Pilsator ein Starkbier ist. Denn eigentlich war Alkohol in der Fastenzeit verboten. Sie schickten eine Fuhre ihres Fastenbiers nach Rom. Auf dem Weg dorthin verdarb der Sud. Und als der Papst es probierte, fand er es so greislich, dass er es als Fastenbier erlaubte. Aha, auch nicht schlecht. Also es verdarb einfach. Und zum Fasten scheint es denn in Ordnung gewesen zu sein. Ja, das ist genauso wie Enrico, der uns hier, beziehungsweise mir hier, abgelaufenes Bier anbietet. Mhm. Hast du ausgetrunken? Nein, noch nicht. Wenn einer nur war, dann du. Ja, das bleibt gleich. Da kommt bloß mehr die Würze rüber. Um auf zu lügen. Ja. Das bleibt auf keinen Fall gleich. Na, die Würze kommt mehr rüber. Also, dieses Extreme, Wir haben heute keinen Uwe, oder was? Also, ich hab nicht. Vielleicht habe ich zu schnell getrunken, ich weiß es nicht. Würdest du das wegkippen wollen? Also, das ist jetzt kein Bier, was ich mir holen würde wollen, weil es mir einfach zu viel ist. Das mir zu extrem Säure, zu extrem Bitternoten. Wie gesagt, das kommt auf dich zu wie so ein Monsun, und wenn dieses gleich Extreme, dieses extrem würzige, also diese, wie soll man sagen, quasi das Überwürzte bei irgendwelchen Gerichten haben willst, ja, also dieses richtig. Also für mich hat das ein Uwe. Gut. Naja. Aber wegkippen tue ich es halt nicht. Mal so. Oder? Mir ist es generell zu extrem von also allem anderen. Ich glaube, außer Plastikflasche würde ich es wegkippen. Ja, außer PET-Flasche habe ich es schon mal weggekippt. Ja, das geht nicht. Aber da ist es schon besser, definitiv. Da hat es auch einen ganz anderen Geschmack. Ja, bei einer PET-Flasche war es einfach nur Schale und Spülmittel und was weiß ich, was wir da gesagt haben. Also das Ding überhaupt nicht. Hier ist es schon besser, aber hier ist es sehr, sehr, sehr kräftig. Sehr kräftig in allen Geschmacksrichtungen, bin ich der Meinung. Außer jetzt dieses Würzige, was dann am Ende rüberkommt, wenn die anderen Komponenten da so ein bisschen ab 17 flachen. Bronze. Naja. 17. Gute Bronze. Mittelklasse. Nichts Besonderes, nichts Schlechtes, aber vermutlich Billiges. Genau das Richtige für flüchtige Bekanntschaften. Oh, yes. Herzlichen Glückwunsch, Bronze. Das Blech wurde überwunden. Ja. Vom Sprung von der PET auf die Glaspulle. Scorpion Tiger hat recht gehabt. Ja. Vielen Dank für den Kommentar.
Bitte auch, wenn ihr irgendwelche Befindlichkeiten, Bedenken oder was auch immer habt, dann sagt uns bitte, dann immer ja damit. Ganz genau. Also, wenn ihr Freunde von Feldschlösschen seid, dann bitte trinkt das nicht aus der PET-Flasche, nehmt die Glasflasche. Aber das nimmt das Fass. Trinkt noch besser, nehmt das Fass. Wie es jetzt aus dem Fass schmeckt, weiß ich nicht. Aber das ist im Grunde genommen, kann man das für jedes Bier sagen, oder? Ja, ja, ja. PET, Scheiße. Und danach kommt Dose. Vielleicht. Genau, Dose, dann kommt die Bierpulle und dann kommt das Fass. So, das sind wahrscheinlich so die Kategorien. Abgesehen jetzt mal von dem Bier. Ja. So. Ja. Eindeutig. Auf jeden Fall. Gut, was trinken wir denn als nächstes? Ach Mann, ihr scheucht den hier mal hin und her. Ich will mich ihn mal ausruhen. Stehst du? Hier gibt es nichts mit Ausruhen. Steh doch mal. Wird durchgezogen. Oha. Haben wir noch nachzuholen? Alter, jetzt geht's los. Was ist denn? Feinstes von der Insel. Guinness Draught Stout. Mit? Ah, das war drin. Ja, schüttel mal noch und leg. Die Überraschungsei. Für nächstes Mal, schon mal vorgeschüttelt. Bis dahin und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Genau, unbedingt abonnieren, Leute, und kommentieren, liken. Bitte. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Ja. Wenn es wieder heißt, das Bier ist kalt.